Die Volksrepublik China im Jahr 1974. Eine extreme Dürre überzieht das Land. Aufgrund der großen Trockenheit wollen Bauern einen Brunnen graben. Dabei machen sie eine der größten archäologischen Entdeckungen aller Zeiten. Die monumentale Grabanlage des ersten chinesischen Kaisers. Geschützt von einer Armee lebensgroßer Tonsoldaten, um ihn nach seinem Tod zu verteidigen. Heute ist sie bekannt als Terrakotta-Armee. 45 Jahre später, die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2019. Auch wenn China selbst viele tausend Kilometer von uns entfernt liegt, ist seine Kultur gar nicht so weit weg. Ich starre in den Schlund eines riesigen chinesischen Drachens, der eigentlich den Menschen Glück bringen soll. Doch hier übernimmt er eine andere Aufgabe. Er ist Behüter eines ganz besonderen Schatzes, der sich in den Hallen eines ehemaligen Braunkohlekraftwerks befindet. Unter einem löchrigen, wasserdurchlässigen Dach stehen sie noch immer in Reih und Glied. 200 fast mannshohe, originalgetreue Nachbildungen der chinesischen Tonsoldaten. Mehrere Jahre lang waren die Kopien auf großer Europatour gewesen. Jetzt haben sie hier ihre endgültige Position eingenommen. Oder eben nicht. Was macht eine Armee aus Terrakotta-Kriegern gerade hier, an diesem Ort? Die Antwort gibt es jetzt. Die ersten Tonteile, die man in China fand, wie zum Beispiel Arme oder Beine, waren unter meterhohen Erdschichten vergraben gewesen und deshalb zerstört. Die vorderste Reihe der deutschen Nachbildungen soll diesen Moment der Entdeckung darstellen. Bruchstücke der Tonfiguren liegen kreuz und quer verstreut. Und bei manchen wäre auch eine Operation dringend zu empfehlen. Anfangs war ich tatsächlich ein wenig enttäuscht gewesen. Denn Spiegel an den Wänden suggerieren dem Besucher, dass die Anzahl der Soldaten viel größer ist, als das in Wirklichkeit der Fall ist. Doch fangen wir vorne an, und zwar mit der Frage vom Anfang. Was macht eine Armee aus Terrakotta-Kriegern gerade hier an diesem Ort? Wer ist dafür verantwortlich? Und welche Idee steckt dahinter? Ein mehr als rüstiger Rentner in den Mid-70ern, der vor fast 50 Jahren die ersten Flohmärkte Deutschlands organisierte und mit ihnen sein Geld verdiente, kaufte vor 25 Jahren ein stillgelegtes Braunkohlekraftwerk. Hier wollte er sein Herzensprojekt verwirklichen. Als Jäger und Sammler hatte er auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern um die 20.000 Ausstellungsstücke zu verschiedenen Themenbereichen zusammengetragen. Prunkstück und Höhepunkt der Sammlung? Die Nachbildungen der weltberühmten Terrakotta-Armee. Doch es sollte ausdrücklich kein Museum sein, sondern der Besitzer gab der Ausstellung einen anderen Namen. Erster Seniorenfreizeitpark Deutschlands. Es gab sogar einen Elvis-Imitator. Und dem hier hat jemand das Mikrofon mitsamt Ständer geklaut. Die Terrakotta-Krieger selbst waren in China gefertigt worden. Angeblich mit den gleichen Methoden wie früher und entsprechend bis ins Detail den Originalen. Doch so schön die Figuren auch anzuschauen sind, die größte Problematik offenbart sich beim Blick an die Hallendecke. Überall sind Feuchtigkeitsflecken zu erkennen und auf dem Boden darunter stehen jede Menge Auffangbehältnisse. Natürlich trüben diese den Eindruck, den die Armee hinterlässt, aber viel schlimmer ist es eigentlich, dass Eimer das Problem nicht lösen können. Aber es geht hier zunächst einmal gar nicht um die Figuren selbst, sondern eher um den Boden, auf dem sie stehen. Denn der besteht aus einfachen Spanplatten. Und was mit denen passiert, wenn sie feucht werden, weiß, glaube ich, jeder. Wenn man sich auf dem maroden Untergrund fortbewegt, muss man eigentlich jederzeit Angst haben, irgendwo einzubrechen. Beispiele hierfür gibt es genügend. Doch was noch viel schlimmer ist, auch die Krieger haben schon gelitten. Gerade im hinteren Drittel der Halle finden sich jede Menge Figuren, die ihren ursprünglichen Stolz verloren haben. Ein echtes Trauerspiel.
Manche Figuren können schon gar nicht mehr selbst stehen, sondern müssen durch Holzkonstruktionen gestützt werden. Und leider sind auch sie stellenweise schon ziemlich angeschlagen. Wie eigentlich immer und überall sollte man sich die Zeit nehmen, um besonders auf die Details zu achten. In diesem Fall auf die Frisuren der Krieger, die ein Zeichen des sozialen Status waren, basierend auf ihrem Rang und der Waffe, die sie trugen. Neben den überaus beeindruckenden Tonsoldaten fand man in China auch noch ganz andere Figuren. Pferde. Und die gibt es hier selbstverständlich auch. Im Vergleich zu den detailreichen Kriegern wirken die Tiere jedoch fast ein wenig, wie soll ich es ausdrücken, einfach? Und sonderlich hübsch sind sie auch nicht. Ich vermute stark, dass die Pferde früher einmal einen Wagen zogen und somit ein Gespann bildeten. Entsprechend dem, was man an der originalen Ausgrabungsstätte im Reich der Mitte gefunden hatte. Wie ist es aber nun um die Zukunft der deutschen Terrakotta-Armee bestellt? Jeden Monat findet auf dem Gelände des Kraftwerks ein großer Flohmarkt statt, im Zuge dessen auch die Tonsoldaten besichtigt werden können. Doch deren Zeit scheint abgelaufen, denn das gesamte Areal wurde an einen Jungunternehmer verkauft, der im Gebäude eine Anlage zum Recycling von Kunststoffen betreiben möchte. Ironischerweise gerade deshalb, weil seit dem Jahr 2018 der Export von Plastikabfällen nach China verboten ist. Dieser wird nun entweder verbrannt oder in andere Länder zur Wiederverwertung bzw. Weiterverarbeitung verschickt, zum Beispiel in die Türkei. Außerdem sollen auf dem Gelände Windräder und Solaranlagen betrieben werden. Der neue Besitzer meinte, es wäre dumm, eine Fläche von 7 Hektar um das ehemalige Kraftwerk herum nicht entsprechend zu nutzen. Dies bedeutet gleichzeitig auch das Ende der Figuren. Und die Terrakotta-Armee wird es hier in dieser Form nicht mehr geben. Ganz verloren sind die Soldaten aber nicht. Denn wer möchte, kann sich zu Hause seine eigene Armee des Kaisers in den Garten stellen. 750 Euro und du bist dabei. Ich bin noch einmal zurückgekehrt und habe mich unter die Krieger gemischt, denn fast hätte ich etwas übersehen, das sich ganz am Ende der Halle versteckt. Und wenn ich versteckt sage, dann meine ich auch versteckt. Hier hinten ist es stockdunkel und ich frage mich gerade, ob ich richtig bin. Eureka!